Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closed Beta von Lost Ark. Ich bin der Typ mit dem Bart. Da hat's geklingelt. So, wer die letzten Folgen gesehen hat, der hat mitbekommen, dass ich hier einen Klassentest durchgeführt habe. Ich habe, wie ihr unten sehen könnt, den Paladin ausprobiert, den Magier, die Kampfkünstlerin, den Kanonier und die Assassine. Eigentlich sind wir durch. Jetzt möchte ich aber trotzdem tatsächlich nochmal den Paladin bzw. die Überklasse, den Krieger, für euch ausprobieren, weil ich ja die ganze Zeit in der Beta nur den Paladin gespielt habe und die anderen Ausprägungen eigentlich ja gar nicht großartig beachtet habe. Das wollen wir heute mal nachholen und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. So, Paladin haben wir schon. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Berserker und den Pistolenlanzer an. Auf den bin ich tatsächlich mal gespannt. Berserker setzt mächtige Großschwerter als Waffen ein. Und der Pistolenlanzer setzen Schilde und Gewehrlanzen zum Bombardement ein. Okay, Berserker. Mit dir fangen wir an. So, Klassenfähigkeit. Fülle deine Zornesanzeige mit Angriffen auf Gegner. Sobald sie voll ist, drücke Y, um den Burst-Modus zu aktivieren. Jawoll. Okay. Ja, sieht natürlich auch sehr, sehr beeindruckend aus. Gut, erstmal die normale Attacke. Ja. Ich finde das Schwert ein bisschen klein. Also ein Stückchen größer wäre vielleicht noch okay gewesen. Ich sehe es so schlecht. Gut, was haben wir an Attacken? Einmal den Doppelschlag. Dann die Sturmklinge. Das Schwerverbrechen. Den Abschlusshieb. Den Sturzkampfhieb. Den Wirbelsturm, und da seht ihr auch wieder das Symbol zum Kanalisieren. Dann den Schlag der Stürme, und auch hier seht ihr wieder auch ein Tooltip, das ist eine Combo, also auch hier wieder den richtigen Zeitpunkt erwischen, wann auch immer der sein mag. Ich drücke einfach immer drauf, wie doof. Die Höllenklinge. Genau. Jo. Okay. Ah, hier ist es. Perfekter Bereich. Whatever. So, Monster beschwören. Also, er macht ein bisschen behäbigen Eindruck, ne? Finde ich. Okay. Und die Burst-Anzeige, ist sie schon gefüllt? Nee, noch nicht. Okay, das war jetzt nicht so viel. Also das Ganze nochmal, weil wir wollen ja auch die Klassenfähigkeit sehen. Hey, was nehmen wir denn hier? So, einmal in den Burst-Modus. Mach doch diese scheiß Fenster zu. So. Y, Blutrausch. Aha, okay. Okay. Der macht mal einen auf dicke Welle hier. Okay, hier seht ihr es dann auch nochmal. Bersten, Bewegungsgeschwindigkeit 20%, Angriffsgeschwindigkeit und Crit-Wahrscheinlichkeit, alles gesteigert. Oh, jetzt wieder weg. So, hat auch eine Abklingzeit. Ihr seht es ja hier, ist ja auch am Dampfen. Jo, okay, das war eigentlich schon der Berserker. Ja, Krieger halt, ne? Was soll ich sagen? Wie in tausenden anderen Spielen und
Lass uns eine andere Klasse ausprobieren. Wir gehen auf den Pistolenlanzer. Das ist tatsächlich eine interessante Klasse, glaube ich, weil das habe ich so auch noch nie gesehen. Und lass mal schauen, was der so kann. Also ich vermute mal, dass das so der typische Tank ist. Was ist denn die Klassenfähigkeit? Fülle die Schildanzeige mit Angriffen auf. Drücke Y, um dich selbst zu schützen, oder X zum Schutz deiner Gruppenmitglieder. Das ist tatsächlich, ja, Supporter, Tank. Wir schauen mal. Was haben wir hier für Fähigkeiten? Die scharfe Gewehrlanze. Die Feuerkugel. Hier wieder was zum Combo fummeln. Den sprintenden Hochschuss. Okay, den Sprungangriff. Dann haben wir die Hakenkette. Ah, schön zum Pullen. Schmettern darf auch nicht fehlen. Den Schildschock. Und den Blitzschlag des Wächters. Okay. Jo, gut. Normale Attacke ist diese hier. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal ein paar Opfer beschwören. Fenster zu. So, ich kann was ändern hier. Verteidigungshaltung oder Schlachtfeldschild. Wir nehmen das Schlachtfeldschild, würde ich sagen. X. Aha. Oh, das geht mir auf den Zünder. Ständig geht dieses Kackfenster auf hier. Okay, das war's eigentlich auch schon gewesen. Beziehungsweise, komm, wir holen noch mal ein paar Monster und dann machen wir noch mal die andere Haltung, weil ist ja doof, wenn man nur eine ausprobiert. Aber der spielt sich schon sehr behäbig. Ja, merkt man also ganz klar, wo der herkommt hier, ne? So, kann ich schon wechseln? Genau, jetzt bin ich in der Verteidigungshaltung. Ach, guck mal an. Gut, dass ich es nochmal angemacht habe, weil hier fängt er nämlich an zu absorbieren. Und es passiert einfach gar nichts. Okay, definitiv eine Tankklasse. Ihr habt es gesehen. Also ihr habt einmal die Möglichkeit, euch selber ja, dafür zu sorgen, dass ihr nicht so viel Schaden abbekommt oder die ganze Gruppe irgendwie unter so einem Schlachtfeldschild zu stellen. Ja, Tanks, hier habt ihr eure Klasse. Falls ihr euch gefragt habt, welche Klasse das sein mag, hier ist sie. Gut, das war's eigentlich auch schon mit dem Test, weil im Paladin könnt ihr euch gerne in den Let's Plays anschauen von der Beta, also in den ersten, ich glaube, 3, 4 Folgen sind es. Wenn ihr wissen wollt, wie er sich spielen lässt. Also ich kann nur sagen, ist auch ziemlich geil, macht Spaß. Schaut einfach rein. So, das war eigentlich auch schon der gesamte Klassentest, zumindest von den Klassen, die zur Beta verfügbar gewesen sind. Mich würde mal interessieren, habt ihr schon ein Highlight? Oder habt ihr vielleicht auch schon Erfahrung gemacht mit den einzelnen Klassen und sagt, hier einzigartig, was du da erzählst, das ist völliger Blödsinn. Da hast du nicht richtig getestet oder hast du nicht angeguckt. Das war ja auch nur wirklich hier so unter, ja, ich sag mal, Laborbedingungen, also so wirklich im richtigen Kampf.
Kann das sein, dass sie sich auch nur anders spielen lassen? Ich möchte mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschö mit Ö.